Ich helfe euch, Leute. Leia, meine Schwester Leia. Die muss verteidigt werden. Sehr gut, Leia, den haben wir. Da kommt schon... Ja, warte, der will wieder auf Leia. Hallihallo, hier ist wieder euer Tombi und wir spielen mal wieder ein bisschen Star Wars Battlefront 2. Diesmal ist Eventwochenende dran und es gibt das neue Helden-Event. Heroes Unleashed heißt es, auf Deutsch wäre das dann sowas wie Helden entfesselt. Das heißt, alle Helden sind günstiger, man kann 9 gegen 9 Helden bei galaktischer Angriff spielen. Also man kann, ja, dauerhaft alle Helden picken. Es ist nicht so, dass dann irgendwie nach 2 Helden gesagt wird, ey, es sind zu viele Helden im Spiel. Nicht mehr nehmen, bitte. Deswegen gucken wir doch mal, wie gut das Ganze läuft. Es ist immer ein totales, kunterbuntes Durcheinander. Aber ich finde es eigentlich ganz interessant, wenn man das mal ab und zu macht. Das ist natürlich teilweise ein bisschen frustrierend, wenn man schnell und häufig stirbt mit den Helden. Aber immerhin ist so ein bisschen gewährleistet, dass alle Leute einen Helden kriegen. Wir haben uns hier den Todesstern als Map ausgesucht, würde ich fast sagen. Aber das stimmt ja gar nicht. Und die Heavy-Klasse. Die Heavy-Klasse ist hier immer ganz gut. Wir haben, glaube ich, auch schon bald genug Punkte. Wir könnten jetzt theoretisch neu starten, aber ich denke mal... wir machen das bis zum bitteren Ende und wow, schnell weg hier. Ich weiß gar nicht genau, wie viele Punkte man braucht. 1150 oder sowas oder 1500. Und das werden wir ja wohl schnell hinbekommen. Den knallen wir auch noch ab, der da in der Ecke lauert. Der hat den gar nicht gesehen anscheinend. Wir können gleich wieder unsere Mikrogranaten schießen. Wir warten mal ganz kurz ab. Da hoch gehen die. Da dürften die doch auf jeden Fall auch noch welche treffen. Ich weiß gar nicht, wen wir hier gleich nehmen sollen. Irgendwie, ich hätte auf jeden Fall mal wieder Bock auf Han Solo. Ich hatte erst eigentlich fast gehofft, dass wir mal die Bösen kriegen, weil es wurde sich ganz oft gewünscht, dass ich mal wieder auch die Bösen spiele. Und, ach, jetzt müssen wir ja natürlich, wir müssen abwarten. Nicht vergessen, man muss immer abwarten. Han Solo, den wollen wir nehmen. Der ist, glaube ich, hier ganz gut, ne, mit seiner Granate da, mit seiner Detonitladung. Prima, Junge. Na gut, der Sound kommt mal wieder verzögert anscheinend. Ja. Naja, solche Bugs sind zu verkraften, alles halb so wild. Naja, liebe Leute, schreibt mal gerne hin, würdet ihr oder spielt ihr gerne dieses Event oder habt ihr da Bock drauf oder sagt ihr, nee, Mann, irgendwie ist es blöd, die Woche, das Wochenende spiele ich dann eher weniger galaktische Angriffe und da ist schon der Imperator, aber wir werden auch von oben beschossen, ach mein Gott, ey, überall sind Gegner, überall sind Feinde. Erstmal ein ganz kurzes Stück zurück, wir müssen ja nicht direkt sterben. Es ist, wie gesagt, gar nicht so schlimm, wenn wir mit dem guten Hahn schnell drauf gehen oder so. Und oh, jetzt kommt der hier hochgesprungen. Ach, der Schaden, den der macht, ne? Eine Sekunde auf mich geschossen, schon verliert man 300 Leben. Ah, Detonitladung runter. Bis jetzt haben wir noch nicht so viel Leben verloren, immerhin, weil wir konnten einiges wieder zurückregenerieren. Aber dieser Kettenblitz, ne, der macht so viel Damage, ey. Aber wie gesagt, schreibt gerne mal rein. Spielt ihr das Event gerne? Spielt ihr das Event überhaupt? Oder sagt ihr, nee, Mann, überhaupt nicht. Alles blöd. Blödes Heroes Unleashed. Ich glaube, ich hätte ihn nicht runterdroppen sollen. Das war ein Fehler. Was? Ach nein, jetzt ist das an der Wand treten. Nein, mein Gott, das funktioniert ja überhaupt nicht so, wie ich das will. Okay, da ist schon wieder der Imperator, an dem sollten wir auf jeden Fall vorbeikommen, weglaufen. Schnell. Ach komm, ernsthaft? Jetzt ist der irgendwo festgehangen? Ja, das läuft ja überhaupt nicht gut. Mit dem guten Han Solo. Und natürlich könnt ihr auch gerne schreiben, wie ihr das neue Update findet. Ob ihr sagt, yes, Mann, da haben sie echt gute Sachen reingebracht. Es ist natürlich jetzt nicht allzu viel passiert, ne? Aber General Kenobi-Skin reingekommen ins Spiel und natürlich so ein bisschen Balancing-Tweaks hier irgendwie, ja, ein bisschen was verändert. Das Rollen wird jetzt angezeigt und für alle Leute, die das immer noch nicht wissen. Ah, General Grievous kommt einfach aus dem Nichts. Naja, wir können eventuell, wie viele Punkte haben wir denn? Wir können vielleicht nochmal einen Helden nehmen. Ah ja, hier Luke können wir auf jeden Fall nehmen. Dann nehmen wir Luke. Dann nehmen wir Luke. Mit Han Solo lief es ja mal überhaupt nicht, muss ich mal sagen. Aber hey, kann nur besser werden. Ihr könnt ja die Rollen übrigens mit unten angezeigt. Das heißt, wie oft man dashen kann, das wird jetzt mit dieser 2 daneben angezeigt. Die Ausdauerleiste ist ebenfalls jetzt da drüber positioniert. Alles über dem Lebensspalten, alles so ein bisschen gestauchter in einem Bereich. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet, weiß ich nicht. Aber da hat man gerade gesehen, wenn ich gedasht bin. Jetzt kann man es nochmal sehen. Da jetzt lädt sich die 1 auf und zack, wird es zur 2. Also da sieht man, wie oft man noch dashen kann. Finde ich eine sehr gute Änderung. Habe ich selber nie dran gedacht. Haben sie gut gemacht, finde ich. So, können wir hier irgendwo einen mit dem Machtschub erwischen? Ja, oh mein Gott, wir kriegen jetzt schon super viel Schaden. Also hier heißt es eigentlich wirklich, ja, man wird wahrscheinlich nicht allzu lange immer überleben mit den Helden, aber wie gesagt, dafür rotiert das relativ schnell durch. Die in Klammern schlechteren Spieler, die häufiger mal in den normalen Spielen nicht so häufig einen Helden kriegen, haben hier wahrscheinlich dann eher eine Chance, einen Helden zu bekommen. Oh mein Gott, habe ich viel Schaden genommen. Ich habe gedacht, es läuft jetzt viel besser. Viel, viel besser habe ich mir das vorgestellt, aber noch ist nichts verloren. Mit Luke kann man ja auch das epische Comeback auch nochmal hinbekommen. Und hier ist gar keiner. Wir gucken einfach mal so ein bisschen durch die Gegend, ob wir hier nicht irgendwo einen entdecken können. Luke Skywalker in deinem Hoth-Outfit. Erwischt den einen immerhin. Und das darf man euch, sollte weglaufen. Der rennt mir hinterher, natürlich, weil ich habe relativ wenig Leben. Das ist die Frage, wie lange er mir hinterherläuft und ob er den blöden Machtwurf trifft. Den Machtwurf, der da trifft er ihn. Ja, ich bin gut weggeflogen. Okay, der will auf jeden Fall nicht locker lassen.
Er hat gedacht, er rusht mir jetzt hinterher. Hier war irgendwo ein Truppler von mir. Den hat er allerdings nicht gefunden oder gesehen. Jetzt machen wir den. Den machen wir. Den machen wir. Komm, richtig konzentrierter Kampf. Immer schön blocken. Zack, einmal durch. Jetzt haben wir ordentlich Schaden kassiert. Wieder blocken, 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 ausweichen. Oh, da sind wir gedodged. Richtig gut. Zack, ihm nochmal einen mitgegeben. Wenn wir den Machtschub nochmal kriegen, dann kriegen wir ihn auf jeden Fall. Ja, ja, lass dir ruhig Zeit. Ich regeneriere schneller als du, mein Freund. Jetzt, zack, mit dem Machtschub jetzt nochmal. Ja. Und da haben wir den Ganausen. Sehr gut. Das lief ja perfekt. Da hat er sich gedacht, den schnappt er sich, den ollen Luke, aber nicht mit dem krassen Luke Skywalker hier in seinem Hoth-Outfit. Der schon in seinem Anzug so am Schwitzen. Da braucht er auch im Spiel gar nicht mehr weiterhin schwitzen. Haha. Na gut, rennen wir weiter nach vorne. Hier ist Lando, hier ist Yoda. Wer ist hier? Hier ist ein Held. Ah, Aiden war es, glaube ich. Aber haben wir überhaupt nicht getroffen. Jetzt haben wir getroffen. Sehr schön. Geschockt wurden wir auch noch. Ist egal. Wir sind schon wieder zurückgedasht gewesen. Da ist der nächste General Grievous. Wir gehen hier auf Heldenjagd. Wir wollen natürlich auch den Konflikt suchen. Ist jetzt nicht so, dass wir uns hier großartig verstecken müssen. Vor den Feinden. Sondern eher umgekehrt, dass wir hier auch ordentlich auf die Gegner draufhämmern. Und wir haben uns echt gut hochgeheilt bis jetzt schon wieder, ne? 500 Leben haben wir schon wieder. Da kommt wieder ein bisschen Heilung. Oh, da ist Phasma. Okay, das Ding wird hier schwierig anzumachen sein. Allgemein ist es, wie gesagt, ein totales Durcheinander hier. Ich will nicht gegen General Grievous. Der verkloppt mich so schnell. Da hatte ich auch schlechte Erfahrungen mit dem Han Solo gemacht. Allgemein ist es hier so ein unfassbares Durcheinander, was die Helden angeht. Man sieht hier, Phasma stürmt einfach so auf uns zu. Das würde normalerweise natürlich auch keiner machen. Vielleicht müssen wir das mal anmachen, obwohl das Kylo... Ich helfe euch, Leute. Leia, meine Schwester Leia. Die muss verteidigt werden. Sehr gut, Leia, den haben wir. Da kommt schon... Ja, warte, der will wieder auf Leia. Leia, ich verteidige dich bis auf den Tod. Na gut, meine Schwester rührt keiner hier an von euch. Okay, der macht das an. Ich deff ihn mal hier so ein bisschen. Leia macht da mit. Also die Leia. Gute Frau, gute Frau. Die macht da mit. Bosk ist im linken Gang. Da wollen wir nicht rein, weil der hat da bestimmt seine Granaten hingelegt. Habe ich nicht so Bock drauf. Obwohl jetzt vielleicht von hinten. Ah, da kann man nicht durch. Okay. Machtschub! Und bam! Ja, er steht schon auf mit der MG in der Hand. Schießt da vom Boden aus, während er aufsteht. Naja, aber wir haben uns immerhin ganz gut hochheilen können. Haben jetzt wieder über 700 Leben, also fast volles Life. Das ist schon krass, wie lange man doch mit manchen Helden überleben kann. Aber wenn man zurück aufs Update kommt, also wie gefällt euch das Update? Schreibt es gerne in die Kommentare. Hättet ihr mehr erwartet, habt ihr genau das bekommen, was ihr erwartet habt oder nicht? Und ich kann ja auch gerne mal meine Meinung jetzt nach den paar Tagen zu dem neuen Update sagen. Gut, es ist halt nicht viel. Wir haben jetzt auch nicht viel erwarten können. Das haben sie ja von vornherein... Haben sie von vornherein ja schon so gesagt, von wegen, es hinkommt und... ja, ein bisschen Events hier und dies und das in dem Monat. Haben ganz gute Änderungen gemacht. Also gerade mit diesem Rollen, dass man angezeigt bekommt, wie oft man jetzt noch dashen bzw. rollen kann, finde ich eine sehr, sehr, sehr gute Änderung. So, wir haben den guten Lando verteidigt. Ja, lass mich nicht abknallen, Lando. Alles gut, danke, Mann. Ich beschütze doch hier meine Freunde. Luke beschützt immer seine Freunde und jetzt gehen wir erstmal den Imperator jagen hier. Bam, bam, bam. Oh, der geht nicht mal weg. Ich hab gedacht, der flieht jetzt locker von mir. Und den nächsten, Kylo. Zack, das war jetzt schon... Wie viele haben wir denn? Jetzt haben wir schon zwei Kylos, einen Grievous, einen Palpatine, einen Vader eben. Und den Maul von vorhin. Den Maul, den ganz am Anfang. Also schon richtige Heldenjagd hier. Die Heldenjagd ist eröffnet. Wir suchen uns den nächsten Helden. Wir sind blutrünstig. Ja, blutrünstige Luke. Das ist ein Todestruppler, da sollten wir vielleicht nicht hin. Hier ist wieder ein Maul. Den schnappen wir uns auch. Also wie gesagt, mir gefällt das Update richtig, richtig gut. Und von mir aus können sie gerne so weitermachen im Jahr 2019. Denn die letzten... 3 Monate lief das, was die Updates angeht, ja eigentlich wirklich sehr gut, muss man sagen. Ne? Da kann man sich jetzt nicht beschweren. Und das ist schon der nächste Held. Wir verteidigen hier den Lando oder helfen dem Lando immer wieder. Und noch ein Held, meine Güte. Ah, die schnappen wir uns. Die ist uns so hinterhergerannt, ne? Die hat gesehen, wie wir Maul verkloppt haben und hat sich gedacht, nee, den Skywalker, den lasse ich nicht da kommen. Aber das werden wir jetzt sehen, ob das nicht ein Fehler für sie war. Ja, Aiden, ne? Ja? Dich lasse ich nicht weglaufen hier. Zack, 20er Killstreak. Also es läuft auf jeden Fall mit Luke Skywalker richtig, richtig gut. 20 Kills hier bei Heroes Unleashed, das muss man erstmal hinbekommen. Ist jetzt ja auch nicht so, dass man hier nicht andauernd irgendwo gegen verschiedene Helden kämpft. Ich habe ja eben so ein bisschen aufgezählt, wen wir schon alles besiegt haben. Das war jetzt ja irgendwie schon der 7. oder 8. Held wahrscheinlich, den wir davon besiegt haben. Ah, und jetzt sollte ich weggehen. Der Imperator und Vader, beide wütend auf mich. Alter, macht das Schaden. Ah, hinter mir ist auch noch einer. Warum sind hier überall Gegner? Ich dachte, hier ist mein Spawn. Ja, da ist auch mein Spawn. Der ist ja alleine hier. Den schnappen wir uns auch noch. Den Sack. So, 21. Also, es läuft richtig, richtig gut. Oh, was war das denn? War das jetzt hier so eine Boba Fett-Rakete? Wahrscheinlich. Boba Fett, wo bist du? Ich schnapp hier. Ah, da oben fliegt er. Den schnapp ich mir auch noch. Der wird schon sehen, was er davon hat, hier so eine komische Blendrakete auf mich zu schießen. Den werde ich erwischen. Trooper, du da, hilfst du mir? Da ist er.
komm. Flieg dagegen. Ah, nein, jetzt ist er da oben drauf gelandet. Ah, ich folge ihm trotzdem mal. Vielleicht erwischen wir den trotzdem in irgendeiner Form noch. Aber der Typ, den Trooper, der schießt hier mit seinem Wachgeschütz drauf. Nee. Der ist weg. Der ist weg, da brauche ich jetzt auch nicht hinterher rennen. Der rennt ja schon so ein bisschen zu seinem Spawn in die Richtung. Das lohnt sich nicht, den da zu verfolgen. Aber hier haben wir schon den nächsten Grievous. Wo ist er denn? Da. Komm mal her, Grievous. Mach Schub. Na, der verteidigt sich. Und der Trooper, der auf den er gegangen ist, der schießt auf was anderes? Was macht der denn? Ja gut, dann lassen wir das sein. Also ich dachte wenigstens hier die Unterstützung von meinen eigenen Truppen bekomme ich. Da ist schon wieder der nächste. Wieder ein Imperator. Ah, oh, der ist Schaden von dem. Ne? Der Schaden von dem. Der achtet nicht mal auf mich. Schießt da auf irgendwelche Randoms. Macht mir einfach so nebenher trotzdem 200 Damage. Guten Tag, Leia. Hier ist einer mit einem Granatwerfer, den erwischen wir ja wohl auch. Hoffentlich. Yes, 23er Killstreak. Wie viele werden wir noch kriegen? Oh, hier zwei Gegner. Jetzt habe ich mich gerade extra so positioniert, damit die Eruption beide trifft. Deswegen habe ich meine Kamera so... Wo ist er denn? Hier. Deswegen habe ich meine Kamera so komisch positioniert. Sehr gut. 25 haben wir schon. Also sehr viel mehr kann man eigentlich auch fast gar nicht erwarten. Hier ist schon der nächste Held. Da ist der Imperator. Den schnappen wir uns jetzt auch noch. Komm her, du. Zack. Er ist fast tot. Er ist fast tot. Er ist fast tot. Oh, shit. Das sind viel zu viele. Nein, das hätte ich nicht machen sollen. Ah. Oh, nein. Hinter mir ist auch noch einer. Ich muss mein Team. Ich muss mir mein... Ah, da ist gar nicht mein Team. Das sind nur die Gegner. Ich habe gedacht, an der Stelle wären irgendwie ein paar Teammates oder so. Aber da konnte ich nicht auf alles auf einmal achten. Tja, bei 25 war es vorbei. Der Luke war zu gierig auf den Imperator. Konnte ihn nicht mehr erreichen. Maximale Anzahl im Spiel. Scheint mir, als wären alle Helden weggepickt. Als würde ich hier leer ausgehen. Dann nehmen wir halt so einen komischen Sprungtruppler-Heini hier. Kostet genauso viel wie ein Held. Ob er sich lohnt, wird man sehen. Gehen wir erstmal... Huch, was war das denn? Gehen wir erstmal hier hinten lang. Weil auf der linken Seite scheint mir doch ganz schön viel los zu sein. Vielleicht können wir uns mit dem so ein... Boah, das sind Todesruppler. Den schnappe ich mir auch noch. Vielleicht können wir uns ein bisschen durchschlawinern. So, komm nur her, du. Ha! Ha! Das hat er sich so gedacht. Vielleicht können wir uns so ein bisschen durchschlawinern hier. Weil die sind jetzt gerade alle bei uns im Spawn am Reinpushen hier. Man sieht es gerade auch. Vielleicht können wir jetzt hier so undercover dran vorbei und die Dinger noch aktivieren. Wir haben nur noch 11 Tickets. Das sieht nicht gut aus für uns. Da läuft noch ein Teammate mit. Der macht das an. Ich verteidige den mal, falls jetzt wer angelaufen kommt. Der da hinten, der rennt weg. Den lassen wir einfach mal gehen dann. Okay, der macht das hier. Dann laufe ich vielleicht mal zum anderen Punkt. Vielleicht schaffen wir das trotzdem noch. Da unten war gerade ein Held gekommen. Aber hey, ist egal. Der Typ ist gestorben wie ein Hero. Und jetzt rechts von mir ist gerade ein Held von denen gespawnt. Und der läuft irgendwie genau mir hinterher. Jetzt läuft er anders. Aber wir müssen das ankriegen. Ach nein, hier sind Bossbomben. Ah, direkt neben denen. Ja, gut. Ich habe jetzt gedacht, komm, versuch's es. Wenn ich den jetzt erschossen hätte, hätte Boss reagiert. Wäre ich mir ziemlich sicher. Und dann wäre ich sowieso gestorben. Schade, so konnte ich es leider nicht machen. Und hier ist Luke Skywalker. Hey, beweg dich. Komm, geh nach vorne. Du bist kein guter Nachfolger von mir. Du musst angreifen, Luke. Egal, was passiert. Ihr seid nicht allein. Auf, auf, auf. Luke, renn! Ah, hat es leider nicht mehr geschafft rechtzeitig. Oder warte mal, haben wir es geschafft? Hey, wir haben es geschafft. Es hat noch einer angebaut. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Na cool. Dann hat mein Opfer doch noch was gebracht mit dem Sprungtruppler. Dass ich da ein paar Millisekunden angemacht habe. Das hat noch irgendwer durchgezogen. Super cool. Nice. Das war's mit der Runde hier, würde ich sagen. Von Helden Showdown Event da. Wie auch immer. Helden Unleashed, Helden entfesselt. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao.